Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Thorsten Schröder. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind am Freitagabend. Schönen guten Abend. Wir beginnen die Sendung mit 300 Metern Hoffnung, die in Wilhelmshaven eingelaufen sind. So heißt das Schiff Esperanza übersetzt. Fast wie bei einem Staatsbesuch wird es von Polizei geschützt. Der Luftraum ist für Drohnen gesperrt. Es ist das erste Spezialschiff, das ab kommender Woche in Deutschland als schwimmendes LNG-Terminal für mehr Gas sorgen soll. Und weitere sollen folgen in Lubmin, in Stade, in Brunsbüttel und eben in Wilhelmshaven. Sie sollen uns zuversichtlicher machen bei der Energiesicherheit und Unabhängigkeit von Russland. Bei Umweltschützern jedoch blankes Entsetzen. Sie sehen ausgerechnet einen grünen Minister, der die fossilen Energieträger stärkt. Darüber spreche ich gleich mit Robert Habeck. Doch zuerst zeigt uns Christina Gerlach, in welcher Umwelt das Schiff liegt. Das Wattenmeer, streng geschütztes Weltnaturerbe. Wo jetzt Eisschollen glitzern, tummeln sich im Sommer Schweinswale und Seehunde, Krabben und Kabeljau. Nebenan hat die Höck Esperanza festgemacht, Deutschlands erstes LNG-Terminal. Eine schwimmende Industrieanlage, deren Rohrleitungen mit Chlor durchgespült werden, das in die Nordsee fließt. 35 Tonnen im Jahr sollen es sein. Die lokalen Fischer sind besorgt. Auf der einen Seite ist es natürlich so, wir wollen natürlich auch, dass die Leute im Binnenland warme Füße behalten und dass das Gas irgendwie läuft. Aber das ist kein Grund, einfach zu sagen, die paar Fischer, die müssen hier verschwinden. Uns ist egal, was mit euch passiert. Sie müssen künftig wohl weiter rausfahren in andere Fanggebiete. Der Verkauf frischer Krabben aus der Außenjade könnte schwierig werden. Das Flüssigerdgas, das die Energieversorgung in Deutschland sichern soll, akzeptieren die Küstenbewohner. Aber sie haben etwas gegen dieses Schiff. Die Höck Esperanza war eigentlich für Australien gedacht. Die Behörden dort hatten wegen Umweltbelastungen den Betrieb in der Nähe von Melbourne untersagt. In Australien hat man aufgrund der Einwendungen der Bürger ein ganz massives Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren gestartet und dann festgestellt, dass die Schäden, die das Schiff anrichten kann, viel zu groß sind und man hat darum das Schiff dort nicht eingesetzt. Von einer Umweltverträglichkeitsprüfung, sonst in Deutschland vorgeschrieben, kann nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz abgesehen werden. Die Genehmigungen wurden im Rekordtempo erteilt. Naturschutzverbände kritisieren dies als ignorant. Niedersachsens Umweltminister verteidigt den Einsatz der Höck Esperanza und kündigt regelmäßige Messungen an. Es gibt keinen Umweltrabatt. Alle europäischen nationalen Umweltstandards werden streng eingehalten. Die Grenzwerte werden deutlich unterschritten. Zusätzlich machen wir aber auch eine strenge Überwachung, ein gewässerökologisches Monitoring, dass es dort an keiner Stelle zu einer Verschlechterung der Umweltsituation kommen darf. Am Alfred-Wegener-Institut, einer renommierten Forschungseinrichtung in Bremerhaven, sieht man den Einsatz des Terminals kritisch. Ich würde sagen, das ist Stand des letzten Jahrhunderts. Da ist das häufig gemacht worden, dass man einfach sagt, man lässt ein Überbleibsel irgendeines Prozesses, entlässt das in die Luft, ins Wasser, in die Erde oder eben ins Meer. Ich denke, heutzutage sollte man das nicht mehr machen. Von den 5 LNG-Terminals, die in Deutschland zum Einsatz kommen sollen, setzt übrigens nur die Höck Esperanza Chlor ein. Die anderen nutzen umweltfreundliche Methoden, um Rohrleitungen von Algen und Seepocken freizuhalten. Die Deutsche Umwelthilfe hat bereits rechtliche Schritte angekündigt, mit dem Ziel, die Einleitung von Chlor in die Nordsee zu verhindern. Für die offizielle Einweihung morgen werden Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck erwartet. Und bevor es morgen für ihn nach Wilhelmshaven geht, ist uns der Bundeswirtschaftsminister aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend, Herr Fuest. Morgen also die LNG-Einweihung in Wilhelmshaven. Wäre der junge Robert Habeck morgen auch dabei gewesen, aber als Demonstrant? Nein, der junge Robert Habeck hätte gesehen, dass uns die Hälfte von Gas fehlt und dass es eine enorme Leistung ist, dieses Gas jetzt über andere Infrastruktur nach Deutschland zu bringen, jedenfalls in kleinen Bestandteilen. Wilhelmshaven ist ja nur ein Puzzlestück dafür, aber immerhin ein wichtiges und ein Anfang. Und er hätte dann darauf bestanden, dass die Not zwar zu solchen Maßnahmen zwingt, aber die Perspektive eine klimaneutrale Wirtschafts- und Energiewelt sein wird und
genauso wird es auch kommen. Das ist jetzt ein Zwischenschritt, aber wir werden alles, was wir bauen, so bauen, dass wir die Klimaschutzziele 2045 erreichen können. Und das heißt auch, den Gasverbrauch in Deutschland perspektivisch zu reduzieren. Und trotzdem ist Ihnen die Umwelt ja sicherlich auch bei diesen Zwischenschritten vor dem großen Ganzen, das Sie eben gezeichnet haben, ein Anliegen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, die sonst üblich vorgeschrieben ist, wurde hier beim Beschleunigungsgesetz ausgesetzt. War es das wert, auch für einen grünen Minister? Ja. Und das LNG-Schiff, das Sie morgen in Wilhelmshaven willkommen heißen, in Australien wurde das von den örtlichen Behörden aufgrund der Umweltbedenken abgelehnt. Auch hier, auch wenn ich mir die Antwort vielleicht schon denken kann, sind die dort mit den Behörden strenger oder ist es hier richtig? Sagen Sie, hier wird ein Auge zugedrückt? Sehen Sie, wir haben ja keine Wahl, keine große Wahl. Und innerhalb dieser keiner großen Wahlmöglichkeiten haben wir klug entschieden und entschlossen agiert und etwas hinbekommen, was man ja zur Mitte des Jahres nicht für möglich gehalten hätte. Und wahrscheinlich, wenn wir das jetzt nicht hätten, die sehen ja, dass sich die Speicher bei der Kältephase leeren, Deutschland durch das Unterlassen von diesen Maßnahmen in eine Gasmangellage reinrutschen würde. Und deswegen, das muss man so klar sagen, bei aller Kritik, die es im Einzelfall geben kann, wir agieren hier unter höchstem Druck, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Und das bedeutet auch, dass wir bei Beteiligungsprozessen manchmal Verfahren einkürzen müssen und dass wir bei dem Ausbau der Infrastruktur unübliche Wege gehen. Und das kann man alles nicht so richtig oder richtig nicht so gut finden. Aber die Konsequenz derjenigen, die das nicht so richtig oder nicht so gut finden, ist nie ausgesprochen. Die Konsequenz wäre, wir laufen in diesem Winter in eine Gasmangellage rein. Und die wird unmittelbar dazu führen, dass die deutsche Wirtschaft und die Unterstützung der Gesellschaft für die Ukraine zusammenbrechen würde. Und deswegen muss man die Dinge schon ein bisschen ins Verhältnis setzen. Was wir hier schaffen, ist ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger Schritt und es werden weitere folgen. Und diese Not abzuwehren hat absolute politische Priorität und viele Leute haben daran gearbeitet, dass diese Priorität sich durchgesetzt hat. Und deswegen haben Sie ja auch schon im Mai dieses Jahres vor juristischen Verzögerungen bei diesem Prozess gewarnt. Wurden die LNG-Projekte nun so umgesetzt, dass sie auch zukünftig Klagen standhalten werden? Ja. Das wird so sein. Und auch die Gerichte werden klug genug sein, die Abwägung immer so vorzunehmen, dass die Alternative mit berücksichtigt wird. Und noch einmal, die Alternative heißt kein Gas im Winter. Sie wollten die Klagen vermeiden, also weil es schnell gehen sollte in dieser Situation. Nehmen Sie diese Strategie aus diesem Jahr auch mit ins nächste, lieber zu schnell und im Zweifel auch weniger sorgfältig als zu langsam und eben diese Alternative? Kann es ein zu schnell gehen bei dieser Frage? Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Sondern wir haben gut und sorgfältig und einigermaßen pünktlich gearbeitet. Aber natürlich wäre es noch viel besser gewesen. Wir hätten das Terminal schon im Oktober am Start gehabt. Das ist nun dann irgendwann gar nicht mehr möglich, das hinzubekommen, rein physikalisch nicht möglich hinzubekommen. Und natürlich gilt das, was wir jetzt hier gemacht haben, auch für alle anderen wichtigen gesellschaftlichen Projekte. Wie wollen wir die Klimaschutzvorgaben einhalten, wenn man weiß, dass die Errichtung von erneuerbaren Energien, von Windkraftanlagen 6 bis 8 Jahre dauert? Wir wollen 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 80% hochgebracht haben bei steigendem Strombedarf. Das heißt im Grunde die Leistung verdoppeln. 2038 ist jetzt bald in 7 Jahren. Wenn wir 8 Jahre brauchen für eine Windkraftanlage, dann könnten wir nur Anlagen bauen, die jetzt schon genehmigt sind. Das heißt auch immer wieder, die Anlagen gibt es. Wir müssen ja an allen relevanten Bereichen schneller, entschiedener und konsequenter werden. Das heißt nicht weniger Umweltschutz, aber es heißt schnellere, klarere Entscheidungen. Aber dem Umweltschutz tut es durchaus weh an einigen Stellen wie hier. Also einige Verbände würden hier sagen, das hat dem Umweltschutz geschadet. Also kann man das wirklich so grundsätzlich sagen? Das teile ich nicht. Das teile ich nicht, denn materiell wurden keine Abstriche oder nur sehr wenige gemacht. Die Beteiligungsformen, die wurden eingekürzt. Aber in der Sache selbst ist natürlich Umwelt geprüft worden und auch die Bundesinvestitionsschutzgenehmigungen werden eingehalten.
Nur die Beteiligungsformen sind eingekürzt worden und das ist dringend notwendig gewesen, damit wir die Versorgungssicherheit im Winter gewährleisten können. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie haben die LNG-Terminals schnell auf den Weg gebracht, sogar etwas schneller als Ihre selbstgesetzte Frist ursprünglich. Und schon kommt aber neue Kritik. Die Terminals werden gar nicht mehr alle gebraucht. Ist das auch Ihre aktuelle Rechnung? Nein, die ist falsch. Die Rechnung, es ist nicht so schwer nachzuvollziehen. Nord Stream 1, also die Pipeline aus Russland, die jetzt kaputt ist und die davor von Putin nicht mehr beliefert wurde, stand für einen Gasverbrauch von ungefähr der Hälfte des deutschen Gasverbrauchs. Was wir jetzt mit den geplanten Terminals errichten, von denen morgen dieses Provisorium, das Schiff, das erste ist, ist ungefähr ein Drittel des deutschen Gasverbrauchs. Also von einer Überkapazität kann gar keine Rede sein. Und dann gibt es noch einen qualitativen Unterschied, der irgendwie übersehen wird. Niemand hat sich darüber aufgeregt oder darüber Gedanken gemacht, als Pipelines gebaut worden. Nord Stream 1 ist ja ein Doppelrohr auf dem Meeresboden. Das liegt da und alle Verträge, die darüber abgewickelt wurden, wurden halt darüber abgewickelt. Jetzt holen wir Schiffe, die können wir auch wieder weiter verchartern. Wenn wir sie nicht mehr brauchen, bringen wir sie auf den Weltmarkt zurück und dann schwimmen sie eben wieder weg. Und wir bauen alle Infrastruktur wasserstoff-ready. Das heißt, die Terminals, die wir errichten werden, können, sobald genügend Wasserstoff da ist, umgeswitcht werden auf einen anderen klimaneutralen Energieträger. Lange Rede, kurzer Sinn, auf drei Ebenen. Erstens die schiere Kapazität, ein Drittel gegenüber der Hälfte früher. Der Möglichkeit, flexibel zu agieren gegenüber Nord Stream 1 erst recht, nämlich maßgeblich Schiffe. Und drittens Switch-Möglichkeiten auf Wasserstoff ist die Kritik leider falsch und nicht zutreffend. Soweit die LNG-Planung und Rechnung für die Energieversorgung des Bundeswirtschaftsministers. Danke Ihnen für das Gespräch heute Abend, Herr Habeck. Einen schönen guten Abend. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung geführt. Die kalten Temperaturen in den vergangenen Tagen bringen manche in Weihnachtsstimmung. Andere sorgen sich noch mehr um ihre Heizkosten. Ausgerechnet, wenn die Energie zum Heizen so kostbar wird, mal wieder ein kalter Winter. Doch aus dem Bundesrat in Berlin kam heute so etwas wie eine erste Bescherung. Strom- und Gaspreisbremsen und weitere Energiezuschüsse wurden verabschiedet. Ab Januar können viele Menschen davon profitieren. Doch zwischen Bund und Ländern ging es heute wenig besinnlich zu. Es gibt selbst nach der Einigung noch große Unzufriedenheit. Moritz Rödle. Der Bundesrat in Berlin, stolzes Symbol des deutschen Föderalismus. Hier wirken die Länder an der Gesetzgebung des Bundes mit. Jedenfalls normalerweise. Bei der Entscheidung über Gas- und Strompreisbremse bedankt sich die Vertreterin des Bundes heute aber eher kleinlaut bei den Ländern. In dem Sinne möchte ich mich nochmal hier ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit den Ländern bedanken und auch dafür, dass wir das jetzt so schnell hier auf die Tagesordnung bringen konnten. Erst gestern hatte der Bundestag über das Gesetz entschieden. Ganz frisch war die Härtefallregelung für Öl- und Holzpelletheizungen dazugekommen. Für die Länder keine Chance mehr, noch Einfluss zu nehmen. Über die Lagergrenzen hinweg wird das kritisiert. Es wäre schöner gewesen, wenn es am Donnerstag in der MPK mit uns schon besprochen worden wäre. Damit ist also eine Arbeitsweise entstanden, die wir so nicht länger hinnehmen können. Wir haben überall Fristverkürzungsanträge. Kein Gesetz ist in ausreichendem Maße hier im Bundesrat behandelt worden. Die Länder haben das den Ampelparteien auch schriftlich mitgeteilt. In einem Brief an die Fraktionsgeschäftsführer schreibt die hessische Staatsministerin Puttrich, sie bitte darum, Fristverkürzungen in Zukunft auf absolut notwendige Fälle zu beschränken. Dies passiere aber bereits, sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Die hohe Zahl der Eilverfahren sei eben durch die vielen Krisen dieser Zeit begründet. Wenn man unendlich viel Zeit hätte, könnte man sicherlich in aller Ruhe die Dinge diskutieren. Aber die Zeit ist eben nicht da. Und insofern ist es wahrscheinlich wie bei jedem guten Kompromiss. Am Ende sind alle nicht so ganz zufrieden damit. Aber niemand wüsste auch, wie man es wirklich hätte besser machen können. Das ist diesen unglaublich großen Volumina geschuldet. Da will jeder Mitsprache haben und das dauert am Ende einfach sehr, sehr lange und dann läuft die Zeit am Ende einfach davon. Hätte der Bundesrat heute blockiert, hätten Strom- und Gaspreisbremsen noch länger auf sich warten lassen. Aus den SPD-regierten Ländern kommt daher auch Verständnis für das Vorgehen der Bundesregierung. Das waren alles Punkte, auf die die Bürgerinnen und Bürger händeringend gewartet haben. Und dann muss es eben auch mal ein bisschen schneller gehen und einfach da jetzt formal auf kurze Fristen zu verweisen, vielleicht aus parteitaktischen Gründen, das ist nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger.
Grundsätzlich wünschen sich aber alle Länder für das neue Jahr mehr reguläre Gesetzgebungsverfahren. Dies wäre auch ein Zeichen, dass das Land rauskäme aus dem dauerhaften Krisenmodus. Tja, dieses Jahr wird sicherlich als ein Jahr der vielen Krisen in unserem Gedächtnis bleiben. Selten ist es uns so schwer gefallen, auszuwählen, über welche Konflikte und Kriege wir wie häufig berichten. Allein auf Russlands Krieg gegen die Ukraine könnten wir täglich schauen, genauso wie auf die Proteste im Iran. Ununterbrochen erreichen uns von dort Meldungen über Gewalt gegen Demonstranten, Verhaftungen, Folter, Todesurteile. Der gewaltsame Tod von Mahsa Amini löste vor 3 Monaten die stärkste Protestbewegung seit Jahrzehnten gegen das Herrschaftssystem der Islamischen Republik aus. Mindestens 9, womöglich sogar 23 weitere Vollstreckungen von Todesurteilen stehen aus. Auch gegen den Arzt Hamid Areh Hassanlu ist das Urteil gesprochen. Katharina Willinger und Benedikt Nabben. Dominik Metzger kann es immer noch nicht richtig glauben. Sein Freund Hamid soll hingerichtet werden. Gerade versucht er, einen gemeinsamen Bekannten zu erreichen. In München hofft er auf neue Informationen aus dem Iran. Okay, schade. Er geht gerade nicht ans Handy. Ja, hoffentlich ruft er dann zeitnah zurück. Den Arzt Hamid Rare Hassanlu lernt er 2018 kennen. Damals reisen Dominik Metzger und ein Freund mit dem Van durch den Iran. Mehrere Wochen wohnen die beiden Deutschen bei Hamid und seiner Familie. Wir haben den als einen der nettesten Menschen kennengelernt, so überhaupt. Also er war ein sehr, sehr spiritueller, besonnener, ruhiger Mann. Super viel Liebe da in seiner Familie. Also absolut unvorstellbar, dass Hamid da irgendwie ansatzweise was in die Richtung getan hätte, was ihm da vorgeworfen wird. Die Stadt Karatsch, Anfang November. An einem Trauermarsch für eine getötete Demonstrantin nehmen auch Hamid Rade Hassanlu und seine Frau teil. Irgendwann, so berichten Augenzeugen, greifen regimenahe Milizen die Teilnehmer an. 2 Demonstranten und ein Milizionär sterben. Für dessen Tod werden in der Folge 16 Menschen angeklagt. Auch das Ehepaar Rade Hassanlu. Für die beiden beginnt ein Albtraum. Angefangen mit einer brutalen Verhaftung, schildert Pedram Emami. Der Präsident der Hamburger Ärztekammer hat die politische Patenschaft für seinen Kollegen Hamid übernommen und steht in engem Austausch mit dessen Familie und Freunden. Er ist im Zuge der Verhaftung massiv verletzt worden. Er hat viele Schläge abbekommen. Es ist zu Rippenbrüchen gekommen. Die Lunge ist auf der Seite entsprechend auch kollabiert gewesen. Er hat sehr viele äußere Verletzungsmale, wie man auch auf Fotos sieht, die veröffentlicht worden sind. Nach wie vor liege der Arzt im Krankenhaus. Ausgerechnet dort sei ihm auch das Todesurteil überbracht worden. Nach nur 3 Prozesstagen, von denen er nur an einem teilnehmen konnte, ohne eigenen Anwalt. Die Ausschnitte, die ich gesehen habe, erinnern mich viel eher an eine Art Kriegsgericht oder Revolutionsgericht, wie wir das aus Fernsehspielen eigentlich kennen. Eine ordentliche Beweisaufnahme und Zeugenvernehmung hat in der Art und Weise ja nicht stattgefunden. Dabei gäbe es Zeugen, die die Unschuld der beiden bestätigen könnten. Das Paar soll sogar erste Hilfe geleistet haben, erzählt Emami. Vor Gericht alles kein Thema. Unter Folter soll Hamids Frau Farzoneh, die zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, ein Geständnis abgegeben haben. Auch mit Gewalt gegen die Kinder des Paares soll ihr gedroht worden sein. Dominik Metzger glaubt, das Urteil gegen seinen Freund Hamid soll andere abschrecken. Der Arzt leitet im Iran mehrere Sozialprojekte, ist hoch angesehen. Dass Leute wie er die Proteste unterstützen, ein Dorn im Auge des Regimes. Der Kontakt, mit dem ich da jetzt am meisten im Austausch bin, hat eigentlich durchklingen lassen, dass man schon damit rechnen muss, dass das Urteil jederzeit vollstreckt werden kann. Hamid Rade Hassanlu wolle in Berufung gehen. Doch bisher hat die iranische Justiz den Widerspruch nicht zugelassen. In 3 Tagen endet die Frist. Dann ist das Todesurteil endgültig. Wozu Demonstranten fähig sind, das zeigte sich vor 12 Jahren in Tunesien, als landesweite Proteste ein autokratisches Regime hinwegfegten. Damals der Ausgangspunkt des arabischen Frühlings.
der in vielen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens der Weg in die Demokratie sein sollte. Doch längst ist daraus ein frostiger Winter geworden. Nicht anders in Tunesien, wo morgen ein neues Parlament gewählt wird, dessen Macht aber von vornherein beschränkt ist. Denn der Präsident hat das Parlament Ende März aufgelöst und eine neue Verfassung durchgesetzt, mit der er ohne Zustimmung der Volksvertreter die Regierung und Richter ernennen und entlassen kann. Die Opposition hat zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Christina Böker ist für uns vor Ort. Der Souk, der Markt von Sidi Bouzid, eigentlich ein lebendiger Ort, an dem Gewürze duften und lautstark gehandelt wird. Doch hier im Hinterland Tunesiens müssen derzeit viele Menschen ihr Geld zusammenhalten. Die Wirtschaftslage ist schlecht. Dass eine Wahl ansteht, ist für viele nicht das wichtigste Thema. Gott helfe mir, ich habe nicht eine einzige Tomate, keinen einzigen Tropfen Öl, keinen Zucker mehr daheim. Die Wahlen waren ein Fehler. Ich will den Fehler nicht nochmal machen. Den Menschen fehlt doch vor allem das Essen. Aber wenn ich nicht wähle, laufe ich doch vor der Realität davon. Nicht weit von diesem Markt zündete sich vor 12 Jahren ein junger Gemüsehändler selbst an. Auch er verzweifelt über seine Armut. Das Denkmal für ihn erinnert an den Beginn des arabischen Frühlings, an die Massenproteste in der arabischen Welt. Tunesien damals unter der Fuchtel eines autokratischen Präsidenten. Und heute leitet er die Geschicke des Landes. Präsident Kais Saied seit 3 Jahren im Amt als Hoffnungsträger gestartet. Im März löste er das bereits suspendierte Parlament auf. Im Sommer folgte ein Verfassungsreferendum zu seinen Gunsten, allerdings mit geringer Wahlbeteiligung, etwa 30%. Jetzt haben Parteien und Parlament weniger Macht, der Präsident umso mehr. Beobachter befürchten eine Rückkehr zur Autokratie. Auf der Basis der neuen Verfassung, die Kais Saied verabschiedet hatte, kann das Parlament, können die Abgeordneten beispielsweise kaum eigene Gesetze vorschlagen. Der Präsident kann diese Gesetze ablehnen. Er kann auch jederzeit das Parlament wieder auflösen, wie er das im März diesen Jahres bereits getan hat. Mit all dem sind viele Parteien Tunesiens nicht einverstanden. Sie boykottieren die Wahl. Ebenso Ayachi Hamami. Er war mal Minister. Jetzt gründet er eine Organisation für Freiheitsrechte und sieht die junge tunesische Demokratie in Gefahr. Dank der Revolution sind wir das einzige demokratische Land in der arabischen Welt geworden und haben demokratische und transparente Wahlen erlebt. Doch leider ist es den Regierenden nicht gelungen, die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse des Volkes zu erfüllen. Wenig Wohlstand und politisch unruhige Zeiten. Egal ob auf dem Markt in der tunesischen Provinz oder mitten in der Hauptstadt. Von der einstigen Aufbruchsstimmung ist am Vorabend der Wahl in Tunesien wenig zu spüren. Es wird eine ungewöhnliche Fracht sein, die am Sonntag in politischer Mission mit Ziel Nigeria in den Westen Afrikas losfliegt. Skulpturen, Köpfe, gottesähnliche Wesen, die vor mehr als 500 Jahren im einstigen Königreich Benin gefertigt und dann von britischen Soldaten Ende des 19. Jahrhunderts geraubt wurden. Später landeten sie in vielen europäischen Museen. Nach langen Diskussionen hierzulande, auch in den Museen selbst, kehren die einst gestohlenen Kunstwerke nun aus Deutschland dorthin zurück, wo sie einst geschaffen wurden. Eine späte Wiedergutmachung früherer kolonialer Allmachtsfantasien. Griet von Petersdorf. Im Humboldt-Forum passiert Historisches. Dieser Thronhocker aus dem einstigen Königreich Benin, ein Prunkstück reich verziert mit mythischen Darstellungen, er tritt am Wochenende quasi seine Heimreise an, zurück nach Nigeria. Der Hocker gehört zu den sogenannten Benin-Bronzen. Die Kiste für den Lufttransport hält klimatische Schwankungen aus, die Verpackung ist bruchsicher, wichtig für die wertvolle Fracht. 120 Jahre stand er in Berlin. Und sollte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz traurig sein über den Verlust, so ließ er es sich heute nicht anmerken. Mag vielleicht Widerspruch sein, aber wir freuen uns, dass die Dinge jetzt die ersten zurückgehen können, weil aus dieser Eigentumsrückübertragung wirklich was Neues entstanden ist. Aber ihm blutet doch auch das Herz, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Es ist so eindeutig, dass es Raubkunst ist, insofern blutet das Herz gar nicht so sehr.
Raubkunst. Das Foto zeigt britische Soldaten 1897 triumphierend mit ihrer Beute. Auch ein Thronhocker ist zu sehen. Sie hatten das einstige Königreich Benin einfach ausgeplündert. Mit dem gestohlenen Kulturerbe schmücken sich nun Museen in Europa, in den USA. Bitten um Rückgabe wurden lange abgelehnt. Doch dann änderte sich was. Diese Absichtserklärung vom Juli legt fest, alle Benin-Bronzen in Deutschland, über 1000, gehören Nigeria. Das ist der Anfang, das Falsche zu berichtigen. Und richtig ist, wenn Sie hier hinkommen, ins Nationalmuseum im nigerianischen Benin City. Die Heimkehr der Bronzen, das ist quasi seine Lebensmission. Aber Issa Tijani, der Generaldirektor der Museums- und Denkmalskommission. Endlich läuft es. Am Mittwoch bekommt er in Stuttgart die Elfenbeinmaske einer Königinmutter überreicht, am Donnerstag in Köln einen Schlüssel zum königlichen Hof. Er reist durch die Welt, von Museum zu Museum und bleibt hartnäckig, gebt uns endlich die Bronzen zurück. Die kulturellen Artefakte gehören für die Menschen zum täglichen Leben. Sie zeigen, wer sie sind, sind Teil ihrer Identität von der Geburt bis zum Tod. Alle diese Objekte spielen eine wichtige Rolle. In Berlin werden nun der Trophäenkopf und der Gedenkkopf abfotografiert, digitalisiert bis ins letzte Detail, damit noch etwas hier bleibt, bevor auch Sie am Sonntag die Heimreise antreten, in der Kiste verschwinden. Wie in allen Museen bleibt der größere Teil der Bronzen vorerst am Ort. Aber ganz wichtig, der orangene Kreis zeigt Leihgabe, die Bronzen gehören Nigeria. Zur Rückgabe der Benin-Bronzen, die Meinung von Maria Osowski vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Dürers betende Hände in Lagos bewundern. Oder Teile des Isenheimer Altars nicht in Colmar, sondern in Johannesburg. Für Caspar David Friedrichs Mönch am Meer müssten Sie nach Nairobi reisen. Sie fänden das schreiend ungerecht. Das ist es. Und das war es über 100 Jahre. Damals haben britische Soldaten die unschätzbar wertvollen Benin-Bronzen in einer Strafaktion geklaut, aus Gier und auf Bestellung. So manche Ausstellungsstücke in unseren Museen stammen aus jenen Jahren, als am weißen Herrschaftsgestus afrikanische Stämme genesen sollten, zu unserem Vorteil. Wir haben uns mit solchen Kultgegenständen geschmückt, oft mit dem Argument, wir würden diese Kunstschätze, die einen großen spirituellen Wert besitzen, hier ordentlicher pflegen. Hier seien Sie sicher. Seit wann darf man klauen und behaupten, das Geklaute sei beim Dieb besser aufgehoben als beim Besitzer? Deshalb ist es kein Geschenk, wenn wir uns von den Benin-Bronzen trennen. Wir geben Nigeria damit ein Stück seiner Geschichte und seiner kulturellen Identität zurück. Das ist gut so. Und viele Gesten dieser Art sollten folgen. Es war die Meinung von Maria Osowski. Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten. Die beginnen mit einem besseren Schutz für Whistleblower. Wer auf Missstände in Unternehmen oder Behörden hinweist, soll in Zukunft besser vor Kündigungen und anderen Konsequenzen geschützt werden. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Um Hinweise auf Betrügereien, Korruption und anderen Machenschaften zu melden, müssen Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten Anlaufstellen schaffen. Der Schutz soll in bestimmten Fällen auch greifen, wenn Hinweisgeber die Öffentlichkeit einschalten. Bei der Bekämpfung von Geldwäsche steht die Spezialeinheit des Zolls vor Problemen. Tausende Verdachtsfälle haben sich angestaut. Der bisherige Leiter der Financial Intelligence Unit ist zurückgetreten. Bundesfinanzminister Lindner sprach von nicht hinnehmbaren Defiziten. Er kündigte deshalb eine neue Oberbehörde an, mit der die Verdachtsfälle abgearbeitet werden sollen. Details zur Umsetzung und Ausstattung nannte Lindner nicht. Ermittlern ist es gelungen, drei Online-Plattformen mit Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder abzuschalten. Die Foren im Darknet enthielten Links zu Missbrauchsfotos und Videos von Mädchen und Jungen. Hunderttausende Nutzer sollen sich dafür registriert haben. Drei Männer wurden festgenommen. Sie sollen laut Bundeskriminalamt bandenmäßig Kinderpornografie verbreitet haben. Bundesinnenministerin Faeser sagte, grausamere Verbrechen an Kindern seien kaum vorstellbar.
Der ukrainische Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk werden mit dem Karlspreis 2023 ausgezeichnet. Das gaben das Konsortium und die Stadt Aachen bekannt. Der Preis wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen. Zur Begründung hieß es, das ukrainische Volk unter Selenskyjs Führung verteidige nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger, sondern auch Europa und die europäischen Werte. Die Ukraine wurde heute erneut von Russland mit Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew ist beschossen worden. Dort und in anderen Landesteilen fielen Strom, Wasser und Heizung aus. In Kiew stellte die Metro ihren Betrieb ein. Tausende Menschen suchten in den Stationen Schutz. In einer Stadt im Zentrum der Ukraine wurden nach Behördenangaben mindestens 2 Menschen getötet, als ein Geschoss in ein Wohnhaus einschlug. Aus dem Hotelzimmer das Wasser und die Fische sehen und das mitten in Berlin. Eine Attraktion, die für viele sicher schon unvergesslich war. Für die Hotelgäste in der vergangenen Nacht allerdings ganz anders als geplant. Das bis dahin größte freistehende Aquarium in Form eines Zylinders im Atrium eines Hotels zersprang mit einem lauten Knall plötzlich in 1000 Stücke. Die Wassermassen flossen auf die Straße, die meisten Fische tot. Das alles heute Morgen um kurz vor 6 Uhr. Und die Ursache scheint auch jetzt noch völlig unklar. Kerstin Breinig. Alarmiert wird die Feuerwehr am Morgen wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Hotel. Doch mit Feuer hat dieser Einsatz nichts zu tun. Stattdessen ist die Touristenattraktion Aquadom, eine riesige Aquariumsäule in der Hotellobby, geborsten. Die Gäste schockiert. Verheerend, dieses schöne Aquarium ist komplett weg. Da waren gestern noch 2 Taucher, die alles sauber gemacht hatten von innen in dem Aquarium. Ja, Stühle, es ist nichts mehr von der Bar zu sehen, gar nichts mehr. Also es als wäre da eine Bombe explodiert. 2 Menschen werden leicht verletzt. 1 Million Liter Wasser und 1500 Fische befanden sich im Aquarium. Also diese 1 Million Liter Wasser haben einen enormen Wasserdruck. Und als diese schlagartig ausgetreten sind, haben eben diverse Teile, Stühle, Tische, ähnliches, was in der Lobby war oder auch vor dem Gebäude, in Cafés, auf die Straße transportiert. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Um diese Zeit schlafen die Hotelgäste noch. Wenn Sie das Ausmaß sehen und sich vorstellen, dass dort voller Betrieb in allen Restaurants gewesen wäre, voller Betrieb im Fahrstuhl, mit Kindergruppen, mit Schülergruppen, die hierher kommen, das wäre furchtbar gewesen. Seit der Eröffnung im Mai 2004 war der Aquadom bei Besuchern beliebt. 2020 wurde umfassend modernisiert. Erst vor kurzem wurde das größte freistehende zylinderförmige Aquarium weltweit wieder geöffnet. Warum es auseinanderbrach? Experten vermuten Materialermüdung. Das Teil besteht aus mehreren Teilen und soweit ich weiß, über 40 Teile, Einzelteile. Und die haben alle eine Klebenaht oder sind mehrmals verklebt. Das heißt, das sind 150 Klebenähte, die halt dann über die Zeit ermüden und dann tatsächlich zerbrechen. Die Ursachenermittlung steht noch ganz am Anfang. Zuerst mussten die Statik geprüft und die wenigen Fische, die das Unglück überlebt haben, von der Feuerwehr geborgen werden. Und die hoffentlich eine gute neue Heimat finden. Noch eine Woche bis zum Heiligen Abend. Claudia, was bringt das 4. Adventswochenende für ein Wetter? Helge, es wird auf jeden Fall am Wochenende sehr sonnig sein. Und dann könnte es Montag früh noch mal gefährlich glatt werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Wochenende. Sie sehen, eine Menge Sonnenschein, zumindest nach Südwesten hin. 4 bis 6 Stunden von der Mitte Baden-Württembergs bis nach Nordbayern. Aus Saarland bekommt eine Menge Sonne, 4 bis 6 Stunden. Sonst meist 2 bis 4 dichte, hochnebelartige Wolken im Nordosten. Und am Sonntag dann noch mehr Sonne für die meisten, 4 bis 6 Stunden. Im Nordosten und im Süden etwas weniger Sonnenschein. Also hoch. Einfluss, das heißt Nebel, Hochnebel. Dann allerdings kommt zu Beginn der kommenden Woche ein Tiefdruckgebiet. Das bringt deutlich wärmere Luft zu uns, aber vorher eben auch Regen, der möglicherweise in der Nacht und am frühen Montagmorgen bzw. Vormittag dann zu gefrierendem Regen führen kann über der Mitte Deutschlands. Das behalten wir in den nächsten Tagen im Auge. Jetzt in der Nacht passiert nicht mehr viel. Letzte Schneeflocken ziehen nach Südosten ab. Dann lockert es auf, gibt immer mal wieder die Sterne zu sehen und ein paar dichtere Wolken
Schwarzwälder morgen vor allem im Nordosten und auch von Westen her halt Hochnebel, Nebel, da wo Wasser in der Nähe ist, Rhein, Donau beispielsweise. Die Temperaturen gehen in der Nacht ordentlich runter. Über Schnee vor allem wird es bitterkalt. Minus 4 bis minus 17 Grad in höheren Lagen. Morgen Nachmittag Temperaturen immer noch im meist dauerfrostigen Bereich. Westlich des Rheins, da geht es örtlich schon auf die 0 bis 1 Grad drauf. Die nächsten Tage bringen erstmal am Sonntag noch dieses Nebel-Hochnebelwetter mit minus 8 bis plus 4 Grad. Da wäre es dann schon etwas wärmer. Montag kommt dieser Regen, der möglicherweise eben dann auch als gefrierender Regen fallen kann. Danke für den Blick auf das Wetter, Claudia. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht es jetzt weiter mit einem Tatort. Und darin ermittelt das Stuttgarter Kriminalistenduo. Und wir sind dann morgen wieder für Sie da und wünschen Ihnen noch einen schönen restlichen Abend. Tschüss. Tschüss.